Herzlich willkommen, meine lieben Friends, zu einem neuen Video. Heute werden wir mal ein paar Seen befischen mit Gummiköder und mit Blechen und wollen mal gucken, ob wir den Hechten so ein bisschen nachstellen können. Viel Spaß beim Video. Also ich würde am liebsten so wieder weiter. Also so wieder. Biggie Long im Barsch Dekor. Und dort drüben fangen wir jetzt an. Mausi weiß noch nicht, was sie nimmt. Nee. Dann überleg mal schnell. Also der Biggie Long, muss man sagen, der ist noch echt am lebensechtesten, ne? Das ist schon krass, Alter, wie der sich im Wasser bewegt. Fängt auch sehr gut bis jetzt. Gucken, was heute passiert. War ein Traum, Leute, Weinbergschnecke. Wie lange ist es her? Das letzte Mal war im Öko-Werk, als ich ein kleines Kind war. Das sind so tolle Tiere, ne? Hier in freier Natur, Alter. Wahnsinn. Schön. Kann ja nur ein guter Tag werden. Tschüss, Mr. Schnecke. Ich sag, ich bring die weg, damit die keiner platt tritt. Lauf hier lang. Noch eine. Lauf weiter. Noch eine. Guck, wie schön. Ich leg sie hier hin. Guck. Hier ist ja alles voll. Hier ist überall. Hier. Boah, so viele von den dicken Dingern. Alter Schwede, Leute. Oh, fast einer auf eine drauf getreten. Pass auf, Maus. Guckt euch das an, Leute. Was für eine Natur hier. Und der große Löwenzahn. Was sind das für Mücken? Die sehen voll Hammer aus. Guckt euch mal diese Mücken hier an. Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es ruhig mal unten in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Wir sind jetzt mittlerweile einmal rum um den See und ich fische ziemlich groß, 16 cm Biggie Long, wie ihr sehen könnt. Und Jessica, wie heißt die Dinger nochmal? Spinmad. Spinmad in 6 Gramm, also ziemlich klein. Und Barsch und Hecht haben sich, egal wo wir gefischt haben, überhaupt nicht gezeigt. Also müssen wir gleich was anderes angehen. Ich schmeiß hier nochmal in die Flunke rein, sieht gar gut aus. Die Karawane zieht weiter. Fazit vom ersten See, meine lieben Freunde. Sehr, sehr schöner See, nicht allzu groß. Tiefen bis 2,50 Meter, aber der meiste Bereich ist sehr, sehr flach. Sehr, sehr klares Gewässer. Sieht eigentlich mega gut aus, aber wie gesagt, Barsch und Hecht haben wir nicht gefunden. Auch einen anderen Angler haben wir gesprochen, der ist am Stippen, der hat auch leider keinen einzigen Biss bis jetzt. Und ja, das heißt, wir brauchen einen anderen See und den laufen wir jetzt an. Was ist das? Oh, irgend so ein Taucher. Blässhuhn oder irgendwie so Mist. Er ist nicht ein Blässhuhn, ist irgendwas anderes. Matze, wir brauchen dich mal kurz für die Vogelkundschaft, jetzt ist er wieder abgetaucht. So ein Blässhuhn war es auf jeden Fall nicht. Mega cooler See, auch wieder sehr schönes Wetter, sehr klar. Guck mal rein ins Wasser, das ist echt übel. Krass, aber mega schön hier. Da sehe ich schon eine Miesmuschel. Ja, mal gucken, wo die Hechte hier stehen. Na, ich denke mal, Topwater wird hier richtig sein. Und Jessica versucht es wieder weiter auf Barsch. Die müssen wir ja auch irgendwo mal antreffen hier. Ich bin schon wieder hier auf Erkundungstour, meine lieben Freunde. Zieht euch das rein. Irgendeine überschwemmte Wiese, Mini-Tümpel. Das da ist übrigens ein Blässhuhn, habt ihr jetzt nicht gesehen, ich aber mit meinen Adleraugen. Da, wo was drin ist. Das ist wahrscheinlich nur so eine überschwemmte Wiese, ne? Könnte aber alles möglich sein. Ich habe das schon oft gesehen, dass Köderfische da drin sind.
Warum nicht auch ein Hecht? Ich habe auf jeden Fall übelst nass mit meinen Tempeltretern. Aber wie juckt's? Ja, es ist echt nur eine überschwemmte Wiese. Aber da ist Aktivität im Wasser. Ich habe was gesehen. Wasserkäfer zu genügend. Kaulquappen. Geil, Freunde. Da schwimmen unsere Frösche. Ich weiß nicht, ob ihr es aus eurer Kindheit auch noch kennt, aber wir haben sowas früher immer Froschparadies genannt. Alles voller Kaulquappen, alles schönes, seichtes Gewässer. Hier kann ich wahrscheinlich jetzt nicht viel mit meiner Angel anfangen, aber nebenan ist der See. Und ja, hier gibt es einfach viel Kleintiere und sowas, die man hier im Wasser beobachten kann, weil es alles Regenwasser ist und sehr, sehr klar ist. Und ihr habt es gerade gesehen, für die Kaulquappen hat sich der Nassen auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, auch 50 weitere Würfe an diesem See. Bringt uns leider kein Fisch ein. Ist natürlich schwer, dieser See ist hier 25 Meter tief und wir kennen ihn überhaupt nicht. Hier erstmal rauszufinden, wo Fische stehen, ist schon mal ganz schwer. Die Kanten haben wir jetzt alle abgefischt, da ist jetzt gerade nichts zu holen. Wir machen jetzt noch einen kleinen Wechsel und zwar einen Tidestrom. Mal gucken, ob da im Kanal ein bisschen was ist. Ich komm! Oh, der Kescher ist oben, aber egal. Hast du einen Mini-Hecht! Aber Mini, der hat voll weggeballert! Geil! Aber hast du eine nass Hand? Hand nass? Nass Hand? JJ's Mini-Esox. Aber der erste Fisch, den wollt ihr sehen. Schnell wieder rein. Oh, cooler Hecht. Göttlich Maus. Und ich sag noch zu JJ, diese Schleusenwehre sind im Sommer immer ganz gute Möglichkeiten, um am Raubfisch ranzukommen. Warum ist das so? Natürlich, weil es hier meistens dreimal so tief ist wie an den ganz normalen monotonen Strecken, da hier eine Schleuse gebaut wurde. Und heute ist ziemlich heißes Wetter, also wird es da unten auch ziemlich kühl sein. Hier wird sich viel Fisch stauen. Allgemein staut sich hier immer viel Fisch. Und ja, so hat Jessica uns gerade einen schönen Hecht besorgt. Oder vorgezeigt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie nachziehen. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Ich habe erstmal den Köder von 16 cm auf 8 cm gewechselt. Vielleicht geht da mehr. Ständig auf der Suche über Yahoo und Google. Komisches Ufer da gegenüber. Was ist da los? Oh, begradigt. Alter, das ist ja wie für einen Angler gemacht jetzt. Krasse Uferbegradigung hier. Aber gucken wir mal, was die Fische dazu sagen. Ja, das ist ein schöner Fisch, glaube ich. Geil, Maus. Hecht. Super, warte. Schönes Ding, Maus. Sehr schönes Ding. Jawoll! Petri Maus, wa? Ja, cool. Jawoll, das cool. Könnte wohl so einer sein. Oh, er hat ihn gut genommen, wa? Oh, scheiße. Aber Stahl ist ja, dann nehmen wir den mit. Das ist ja in Ordnung. Er ist blutet wie Sau. Aber cool. Geil, er ist ein guter Speisehecht. Brauchen wir für Fischfrikadellen. Ja. Lecker. Schön. Tja. Petri Maus, Alter. Da unterm Loch, ne? Ich schwöre, ich hab's gerade schon geahnt. Wahnsinn. Komm, wir gehen schnell Sachen. Ja, Achtung, Achtung. Lauf rüber. Moin. Oh, ja. Da. Ja, ein kleiner. 65, 70. 65, glaube ich.
Ne, noch nicht mal 60. Aber der Jude war da ganz doll. Big S auf YouTube. B-I-G und große S. Ach, hat die YouTube-Kanal? Ja, Mann. Ja, jetzt gerade eben, ne? So, Jessica macht sich den jetzt für die Angelmast. Die Oberfläche war gestern nämlich eine Prasse. Ja? Die hatte den kompletten Bauch aufgebissen. Ja? Oh, dann ist ja auch ein großer Hecht irgendwo. Ja, das war so eine Bissstelle. Yes! Komplett im Bauch. Yes! Den holen wir uns noch. Ja. Schön, jetzt muss noch einmal präsentieren. Ja. Bremse auf, Alter, schon zwei, dreimal hier reingeschossen. Richtig guter Hecht. Boah. Das ist schwer. Boah. Yes. Hast du drauf? Boah. Das ist auf jeden Fall ein schöner. Danke, mein Schnubi. Sorry für den Stress. Ja, ich musste Mausi gerade eben kurz anschreien, sie war aber selber gerade aufgeregt. Tut mir leid, mein Engel, ich hab dich lieb. Guck dir den Fisch an, Alter. 3-4 Mal hat er angegriffen, ne? Immer wieder. Und ich denke, wie kriege ich den jetzt? Er hat nicht mehr hingeguckt, ne? Ich denke, Seitenwechsel, das wird sein. Schneller geführt, bam! Ich habe die Sachen hier in der Tasche. Noch einmal hochhalten. Danke, mein Engel. So. Endlich mal wieder ein richtig schöner Räuber.